ein grandioses Gefühl. Einfach super, wenn man sagt, so viele Leute wollen zu uns auf unseren Neujahrsempfang kommen. Das zeigt, dass wir in der Mitte der Gesellschaft auch angelangt sind, dass wir hier also ein großes bürgerliches Spektrum haben, also von Handwerksmeister bis zum Bürgermeister. Unsere Botschaft ist, wir müssen ein Bekenntnis ablegen, ein Bekenntnis für Demokratie, für Freiheit, für den Frieden, für die Sicherheit im Land und für das Bürgertum und für die Werte, die uns stark gemacht haben, die uns über 70 Jahre Freiheit, Frieden und Wohlstand gebracht haben. Und wenn wir da nicht drum kämpfen, dann werden wir sie verlieren. Die Politik muss wieder mehr auf die Menschen hören. Und wir erleben derzeit eine Ampelpolitik, die mit der Bevölkerung nichts mehr anfangen kann. Und deswegen kann auch die Bevölkerung nichts mehr mit der Regierung anfangen. Es muss die Regierung wieder auf die Themen der Bürger eingehen, die Sorgen und Nöte ernst nehmen, nicht nur alles polarisieren und ideologisieren, sondern die Probleme lösen, dann kommt dieses Land wieder voran. Die Freie Wähler Landtagsfraktion und überhaupt die Freien Wähler in Bayern stehen wie kein anderer politischer Mitbewerber für eine Politik aus der kommunalen Ebene heraus, aus der Basis der Gesellschaft. Und deswegen wollen wir besondere Leuchttürme besonders auszeichnen. Einmal als Motivation nach innen, aber auch als Zeichen nach außen, um den Menschen zu dokumentieren, welche herausragenden Persönlichkeiten in unseren Reihen sich für Bayern und für die Menschen in der Region verdient gemacht haben. Es war eine gelungene Überraschung. Ich wusste nicht Bescheid und insofern ist es für mich eine ganz besondere Auszeichnung. Einfach deshalb, weil ich eine tiefe Verbundenheit nach wie vor zu der Fraktion der Freien Wähler habe. Ich habe es ja miterlebt, wir sind als kleine Fraktion in diesen Landtag eingezogen vor 15 Jahren und sie sind heute zweitstärkste Fraktion des Bayerischen Landtags. Ein toller Erfolg. Ich freue mich, dass ich Bestandteil dieser Fraktion sein durfte. Und diese Auszeichnung bedeutet mir wirklich sehr viel. Der Empfang ist normalerweise was Langweiliges, ganz ehrlich. Jeder von uns kennt Empfänge. Und das ist ein Fest, der Fest der Gemeinsamkeit. Und da sieht man, dass wir nicht nur Fraktion sind, sondern dass wir Freunde sind. Wir brauchen kein Ampelgehampel, sondern wir wollen mit der CSU gemeinsam vernünftige Politik machen. Da darf es intern auch einmal gerne hin und her gehen, aber nach außen sind wir geschlossen, weil dieses Vertrauen wollen wir jetzt den Bürgerinnen und Bürgern auch wiedergeben. Wir haben genug Krisen, deswegen brauchen wir keine Regierungskrise in Bayern. Das überlassen wir denen in Berlin. Wir führen unser Bundesland vernünftig und haben extrem viele Projekte vor uns über die Förderung des Ehrenamts, über die ganze Energiepolitik, über die Bildungspolitik. Da werden wir mit unseren Ministerien auf jeden Fall unsere Akzente setzen.